Hier möchte ich auf das Hilfsmittel Raster und Fangen eingehen. Das sieht man hier. Wenn ich hier draufklicke, dann geht was Raster ein. Da kann ich quasi das Raster an- und ausschalten. Hier Raster an, Raster aus. Das geht, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, dann sehen Sie auch hier eine kurze Erläuterung. Sie sehen da drüben, es ist quasi gerade eingeschaltet. Jetzt ist es quasi ausgeschaltet. Man sieht hier unten auch den Tastaturbefehl für die Befehlszeile. Das heißt, wenn Sie das Grid Mode in Befehlszeile eingeben würden, dann können Sie das über Befehlszeile steuern. Ich werde es mal kurz demonstrieren. Grid Mode. Ja, und dann können Sie es auch von hier aus quasi steuern. Macht wenig Sinn. Ja, da müsste jetzt hier, könnte ich jetzt einen neuen Wert eingeben und so weiter. Eleganter ist, Sie machen das einfach hier an und mit der rechten Maustaste, wenn Sie hier drauf gehen, dann können Sie auch hier in die Einstellung rein und könnten jetzt hier Ihr Raster anpassen. Wie gesagt, ich hatte hier ein 12,5er, also hier sind die Einstellungen fürs Raster, das sieht man hier, ein 12,5er Raster. Man sieht auch hier nochmal die Funktionstaste, also Sie können auch das mit der Taste F7 an- und ausschalten. Wichtig, verwechseln das bitte nicht mit dem Rasterfang. Ja, der Rasterfang bedeutet, dass die Maus dann im Raster einrastet. Hier wird das Raster einfach nur angezeigt. Hier können Sie das, die Anzeige quasi einstellen und steuern. Sie können hier die Abstände eingeben und dann nochmal die Hauptlinien und dann hier nochmal einstellen, wie Sie das im Prinzip an, wo Sie das Raster überall sehen wollen, zum Beispiel im 2D-Modellbereich, im Blog-Editor oder sogar auch im Plan-Layout. Ja, so können Sie das entsprechend aktivieren. Hier können Sie das Rasterverhalten einstellen. Adaptiv heißt, das Raster passt sich an, wenn Sie zu. Wenn Sie das ausschalten, dann bleibt es immer gleich. Ich werde es kurz demonstrieren. Unterteilung unter Rasterwerte zulassen. Das würde bedeuten, dass wenn Sie jetzt hier das, da kannst du, wenn Sie rein, Sie zoomen, ist dann quasi kleiner als 12,5. Ja, also, wenn Sie jetzt adaptives Raster haben, ich werde es kurz demonstrieren. Und ich zoome jetzt hier rein. Dann ist die maximale Rastergröße, ich werde es nochmal kurz anders darstellen, das gefällt mir nicht so richtig, dieses 2D-Raster. Nehme ich mal raus. Ja, so sieht es besser aus. Dann wird das quasi maximal, also die Mindestgröße wäre dann 12,5. Kleiner wird es nicht. Wenn ich das allerdings hier auf Unterteilung zulasse, dann wird es quasi immer kleiner. Ja, also ist aus meiner Sicht, irgendwann hört es dann auch auf. Ja, aber jetzt habe ich hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf Zeichnen gehen wollte, dann könnte ich ja gar nicht, oder doch, ich habe den Fang, muss ich noch einschalten, dann könnte ich jetzt hier gar nicht zeichnen, ja, weil ich jetzt der Raster eigentlich viel kleiner ist als mein 12,5. Ich muss auch mal kurz den Fang ausschalten, das wieder zu zeigen. Gehe mal hier auf Messen. Und wo ist das Messwerkzeug? Das ist ja wieder ein bisschen versteckt hier. Und messen wir das hier aus, so nach Augenmaß. Und dann sehen Sie, ich bin jetzt hier bei, ach, das ist so klein, 0,0 noch was. Ja, also wird trotzdem noch ein Raster angezeigt. Also diese Unterteilung finde ich nicht so gut. Das würde das nicht machen. Ich würde das, wenn ich ein adaptives Raster verwende, würde ich das ja ausschalten. Ja, weil dann, dass man nicht beliebig reinzoomen kann. Das ist nur irritierend. Ich würde das quasi immer auf 12,5 lassen. Und fertig. Ja, das ist maximal. Jetzt muss ich echt wieder raus. Wir kommen, achso, aus dem Befehl wieder abbrechen. Und also, dass es maximal quasi auf 12,5 geht. Dass es adaptiv ist, das heißt, gröber wird, wenn ich jetzt hier rauszoome, ist durchaus nicht schlecht. Ja, das kann man durchaus lassen. Aber wenn Sie das ausschalten, dann bleibt es halt immer gleich. Ja, das heißt, ab einer gewissen Größe, das ist jetzt immer 12,5, egal, ob Sie jetzt rein oder weg zoomen, dann wird es halt irgendwann klein, irgendwann sehen Sie sich nicht mehr. Ja. So, also meine bevorzugte Einstellung wäre hier adaptiv, ja, aber das nicht. Rasterbegrenzung, da habe ich beim Limiten schon was gesagt. Und dynamischen BKS-Folgen, das ist dann bei 3D interessant, wenn Sie dann dynamische BKS haben, die dann quasi sich an irgendwelchen 3D-Flächen orientiert, dann geht das Raster entsprechend mit. Das kann man hier entsprechend einschalten. Brauchen wir jetzt im Moment nicht. Okay, soviel zum Raster. Machen wir noch den Fang gleich mit. Den können Sie quasi am Raster mit orientieren. Das heißt, Fang bedeutet, dass die Maus im Raster quasi einrastet, sofern er aktiv ist. Ich werde das mal kurz demonstrieren. Jetzt muss man kurz erstmal wieder hier ranzoomen, dass man. Achso, hier Raster einschalten. Und jetzt habe ich den Fang auch eingeschaltet. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rechteck zeichnen will und der Fang ist ein, dann kann ich quasi nur innerhalb meines Rasters das Zeichen. Sehen Sie das? Ist nicht möglich, solange der Fang aktiv ist. Zum Beispiel hier in der Mitte irgendeinen Punkt. Machen wir den Objektfang aus. Das, so.
hier in der Mitte ein Punktezeichen. Erst wenn ich den Fang ausschalte, dann kann ich auch hier außerhalb meines Rasters ein Rechteck zeichnen. Sobald der Fang aktiv ist, können Sie gerne mal ausprobieren, dann können Sie nur hier einschalten, es sei denn, und das können wir mal probieren, wenn ich einen Objektfang aktiviere, dann hat er Vorfahrt. Ja? Und ja, okay, ich komme trotzdem hier nie ran. Das ist einfach der Abstand, komme ich jetzt ran, wenn ich hier, jetzt komme ich trotzdem ran. Sehen Sie das? Obwohl der Fang aktiv ist. Ja? Also beachten Sie, dass Objektfang immer Vorfahrt hat, also auch wenn der Rasterfang aktiv ist und normalerweise komme ich an den Punkt gar nicht ran, ist ein Objektfang aktiv, ja, dann können Sie theoretisch auch, je nachdem wie weit Sie wegzoomen, hier diesen Punkt einfangen. Ja. Sehen Sie das? Also Objektfang hat immer Vorfahrt vor dem Rasterfang. Ja, und vor anderen Hilfsmitteln übrigens auch. Machen Sie es wieder aus. Jetzt kann ich theoretisch jetzt unabhängig von meinem Raster zeichnen. Also Rasterfang ist deaktiviert. Jetzt kann ich quasi zeichnen, wie ich will. Ja, Sie sehen, hat mit dem Raster nichts zu tun. Sobald ich Rasterfang einschalte, dann hängt mein Cursor quasi hier an diesem Raster und ich kann quasi nur Punkte zeichnen, die auf dem Punkte eingeben, Punkte abklicken, die nun auf dem Raster liegen. Ja, also wie gesagt, ich empfehle das Arbeiten mit dem Raster, sofern Sie sich, wenn Sie neue Zeichnungen machen, dann können Sie ja die Maße frei festlegen. Und wenn Sie mit dem Raster arbeiten, das muss nicht zwangsläufig das klassische Baurichtmaß sein, sprich das 12,5er Raster. Man kann auch gerne mit dem 10er Raster arbeiten oder mit noch einem ganz anderen Raster. Der Vorteil ist halt, wenn Sie mit dem Raster arbeiten, das habe ich auch im Unterricht mehrfach gezeigt, Sie tun sich wesentlich leichter, weil Sie dann Ihre Objekte am Raster ausrichten können und Sie erzeugen damit auch saubere Maße dann später, die sich dann auf dem Plan professioneller aussehen, aber auch auf der Baustelle leichter überprüfen lassen, ja, als wenn Sie dann irgendwelche irren Maße bekommen mit, was weiß ich, 5 Meter 76, 8, 9 oder so. Das sind Maße, die man eigentlich im Bau nicht verwenden sollte. Die beachten Sie im Hochbau, ist die Maßgenauigkeit circa so im Zentimeterbereich. Wie gesagt, das klassische Baurichtmaß geht jetzt auch auf einen halben Zentimeter. Das ist aber historisch bedingt. Wenn Sie jetzt mit einem Zehnerraster arbeiten oder so, dann sind Sie nicht mal im halben Zentimeterbereich mehr. Ja, also halber Zentimeter ist schon fast übertrieben, ja. Aber wie gesagt, das ist rein historisch bedingt. Das muss man nicht unbedingt machen. Ja, so viel zu Raster und Fang.